Herzlich willkommen aus dem Würzburger Podcast Studio zu einer neuen Ausgabe von MFTP, der Tech-Podcast rund um Linux, Open Source, Nachhaltigkeit und Co. Heute mit dem Thema: Kann es eine Welt ohne Windows geben? Einverstanden. Auf den ersten Blick wirkt der Titel dieser Podcast-Folge schon etwas reißerisch. Doch wer sich die Folge anhört, wird erkennen, dass es substanziell durch das Thema geht, ohne unfaire Vergleiche und so weiter. Windows ist ein Betriebssystem für Server, Tablet und vor allem am Desktop ist Windows der unangefochtene Platzhirsch. Die meisten Computer sind mit Windows als Betriebssystem ausgestattet. Da kann es natürlich seltsam anmuten, wenn eine Welt ohne Windows hier zur Frage gestellt wird. Doch es gibt eine Welt ohne Windows, denn Windows konnte seinen Siegeszug nicht auf allen Plattformen feiern, obwohl dennoch größte Anstrengungen dafür unternommen wurden. Die angedeutete Plattform, auf der sich Windows nicht etablieren konnte, ist die Mobilplattform. Gegenüber Android und iOS konnte man sich nicht durchsetzen mit Windows Phone und zog nach einigen Jahren und Versuchen die Reißleine. Dabei war Windows Phone mit seiner Benutzeroberfläche eigentlich gar nicht mal so schlecht, wie es manchmal dargestellt wurde. Die Kacheln, bei Windows 8 verpönt und konzeptionell am Desktop vorbei, konnten auf dem Smartphone ihr Potenzial voll entfalten. Sie brachten schnelle Benachrichtigungen, ohne dabei eine App öffnen zu müssen. Namhafte App-Entwickler konnte Microsoft für seine Windows Phone-Plattform seinerzeit auch gewinnen. Die Chancen standen also gar nicht mal so schlecht. Der Erfolg blieb dennoch aus, die Kunden konnten nicht überzeugt werden und kauften die Geräte nicht in entsprechenden Mengen. In einigen Ländern konnte Windows Phone jedoch respektable Marktanteile im unteren zweistelligen Bereich erobern. Global blieb man jedoch im niedrigen einstelligen Prozentbereich der Marktanteile. Microsoft zog sich aus diesem Umfeld zurück mit einer eigenen Plattform und änderte die Strategie. Die neue Strategie von Microsoft beweist, dass Windows nicht mehr wichtig ist. Auch das mag provokativ klingen, ist aber sachlich und sogar in der Praxis bewiesen. Die neue Strategie von Microsoft war keinesfalls, die Mobilplattform aufzugeben. Vielmehr schwenkte man nur, keine eigene Betriebssystemplattform mehr anzubieten, sondern entwickelte das eigene Ökosystem für die bestehenden Größen Android und iOS. Microsoft hat seine Office-, Kollaborations- und Cloud-Dienste eng verzahnt für beide genannte Betriebssysteme optimiert. So interagieren diese nahtlos mit den Services wie SharePoint, Office 365, Microsoft Teams und so weiter. Auf diese Weise kann Microsoft die wichtigste Wertschöpfungskette seines eigenen Ökosystems mit voller Schlagkraft auf diese marktstarken Plattformen anpassen und vertreiben. Eigenentwicklung für die Plattform, also für Windows Phone, entfallen, ebenso wie Entwicklungskosten für Hardware und das damit einhergehend verbundene Risiko, auf Gerätebeständen eventuell wieder sitzen zu bleiben. Microsofts Weg war dabei nicht einmal gänzlich neu. Ein anderer Pionier aus dem Mobilfunkbereich ging ihn kurz zuvor, nachdem dessen Betriebssystem und App-Ökosystem an Android und iOS scheiterten: BlackBerry mit seiner BlackBerry 10 Betriebssystemplattform. Doch BlackBerry konzentriert sich auf MDM, also Mobile Device Management Lösungen, und nicht auf Office und Kollaboration, in diesem Sinne wie Microsoft das tut. So war der Ausstiegsgrund vielleicht derselbe, das Ziel aber ein anderes. Dennoch beweist das, dass die Welt auch ohne Windows Phone und BlackBerry OS bzw. BlackBerry 10 sich weiterdreht. Und auch am Desktop würde sie sich weiterdrehen, würde Microsoft Windows einstellen und die Windows Phone Strategie hier adaptieren. Möglicherweise würden die wenigsten davon sogar große Notiz nehmen, wenn zum Beispiel macOS und Linux die etablierten Plattformen werden würden, angebunden an die Microsoft Services, Dienste und mit entsprechender Software wie Cloud Connector oder Office etc. ausgerüstet werden würden. Wir sehen also, eine Welt ohne Windows scheint durchaus leichter vorstellbar als eine Welt ohne Microsoft-Produkte. Dennoch glaube ich nicht, dass Microsoft Windows aufgibt, wenn auch gleich Microsoft selbst eingesteht, dass die Relevanz von Windows verglichen mit den anderen Services wie Cloud oder Office langsam schwindet. Die Zeiten von On-Premise-Lösungen laufen in vielen Märkten aus, sodass die Nachfrage nach hochverfügbaren Cloud-Lösungen immer mehr steigt. Ein Trend, der auch in Redmond erkannt wurde. Das Lizenzgeschäft mit Windows sprudelt natürlich weiterhin gutes Geld in die Kassen.
Doch das Wachstum ist längst begrenzt und der Markt nahezu satt. Aus diesem Grund dürfte Microsoft an seiner Cash-Cow Windows noch eine Weile festhalten, bis dessen langsame Mutation zum Poor Dog abgeschlossen sein wird. In diesem Sinne kann man festhalten, dass auch Windows vergänglich ist, aber noch lange nicht bedroht ist, irgendwann in der Irrelevanz zu verschwinden. Der Fokus dieses Podcasts lag nicht darin, Windows-Relevanz abzusprechen, sondern den Blick dahingehend zu schärfen, dass sich die IT-Welt wandelt und Software und Cloud-Services heute die Stars sind und Windows diesen Posten schon vor einigen Jahren räumen musste. Der Trend, weniger lokal zu haben, sondern stattdessen alles dezentral in der Cloud zu speichern, dürfte sich leider fortsetzen. Das war die heutige MFTP-Ausgabe. Anregungen oder Ideen gerne per Mail an podcast@michelfranken.de. Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao, ciao aus Würzburg.